Als nächstes spricht jetzt David Kritschek, stellvertretender politischer Geschäftsführer vom Landesverband Bayern. So, Test 1, 2, 3, ihr hört mich, das ist schön. So, liebe Geburtstagskinder, liebe Gäste, falls vorhanden, erst einmal herzlichen Glückwunsch zum 9. Geburtstag. Wir werden langsam erwachsen. Naja, okay, so ungefähr in der Art. Ja, wir haben 2015 hinter uns und stehen am Anfang von 2016. War Anfang 2015 die Euro-Krise das beherrschende Thema? So wurde es Mitte des letzten Jahres durch das Thema Flucht und Migration weitestgehend abgelöst. Ich prophezeie mal, 2016 wird uns das Thema Flucht erhalten bleiben. Naja, nicht ganz das Jahr 2016, weil wir haben ja noch ein bisschen Fußball vor der Brust und die EM wird wohl so die 4 Wochen uns in Beschlag nehmen und das Thema dominieren, weil Fußball ist ja ganz wichtig. Aber zurück zum Thema Flucht. 2015 war ein Jahr, in dem viele Menschen über sich hinausgewachsen sind. Zahllose Helfer engagierten und engagieren sich in der Flüchtlingshilfe und bei der Integration von Menschen. Sei es jetzt in Form von WLAN-Router aufbauen, sei es in Form von Sprachkursen, sei es bei der Erstversorgung von Flüchtlingen. Ohne dieses ehrenamtliche Engagement wäre das Staatswesen in Teilen zusammengebrochen. Wir werden, denke ich, 2016 auch weiter an diesem Thema arbeiten und zusammenstehen müssen und den Flüchtlingen, die zu uns kommen, auch weiterhin unsere Hilfe anbieten. Das englischsprachige Ausland nennt uns ab dieser Willkommenskultur auch The Crazy Germans. Und ich würde mich sehr darüber freuen, wenn das ebenso ein Gütesiegel wird, wie es vor Jahrzehnten das Siegel Made in Germany geworden ist. Ja, 2015 war und 2016 schickt sich an, nicht besser zu werden, aber auch ein Jahr des politischen Versagens beim Thema Flucht. Spreche und das Zeug fällt auseinander, sehr schön. besonders hier in Bayern. Wir haben hier in Bayern eine christlich-soziale Union, die sich auch aus Angst vor der völkisch-rechtsextremen AfD immer weniger damit zurückhält, mit ihren offenen Ressentiments gegen Flüchtlinge. Gerne spricht diese CSU dann von Wirtschaftsasylanten, die nur an unsere Sozialleistungen wollen. Klar, Menschen aus Syrien, aus Irak, aus Nigeria oder Afghanistan, die fliehen nicht auf zum Teil lebensgefährlichen Routen vor Krieg und Terror. Nein, sie sind ganz, ganz scharf drauf, in einem 12 Quadratmeter Container zu viert und 300 Euro Taschengeld zu leben. Was ist das eigentlich für eine perverse Logik, die da die CSU vor sich hersabbelt? Was sind das für Bilder, die die CSU in die Köpfe von Menschen zeichnet? Gleiches gilt im Übrigen auch bei der Furcht oder vor der Furcht vor irgendwelchen einsickernden ISIS-Terroristen oder irgendwelchen Kriminellen. Natürlich, und das wird niemand bezweifeln oder tatsächlich leugnen, sind unter Hunderttausenden von Flüchtlingen auch kriminelle Menschen dabei. Aber mal ehrlich, zeig mir mal bitte eine Großstadt in Deutschland, in der es keine Straftäter gibt. Die gibt es nicht. Aber Flüchtlinge als Kriminelle zu denunzieren, das kann nicht nur die CSU, das kann auch die SPD hervorragend und sind ganz groß dabei. Ja, und ich beziehe mich da ganz ausdrücklich auf die Vorgänge in der Neujahrsnacht in Köln am Hauptbahnhof und bei dem wiederholten Versagen der Kölner Polizei. Um es ganz klar zu machen, was dort geschehen ist, ist keinesfalls akzeptabel oder irgendwie tolerierbar. Und es ist staatliche Aufgabe, so etwas zu verhindern
und wenn schon nicht zu verhindern, dann zu verfolgen. Der Punkt ist aber, es spielt dabei gar keine Rolle, aus welchem Land die Täter oder welche Religion diese Männer hatten, die dort Frauen belästigt und sexuell misshandelt haben. Oder um es anders zu sagen, so mit den Worten von Extra 3, nicht Ausländer, sondern Arschlöcher belästigen Frauen. Und das im Übrigen, das über den Kamm scheren, kann nämlich ganz schön nach hinten losgehen und in die Hose gehen, wenn ich mir auch anschaue, dass es 2015 über 600 Anschläge auf Flüchtlinge bzw. Flüchtlingsunterkünfte gab. In 2016 sieht es leider nicht besser aus, wie uns die Anschläge vor 2-3 Tagen aus Hessen auf ein Flüchtlingsheim gezeigt haben. Aber zurück nach Bayern. In Bayern sieht die Märchenstunde der CSU so aus. Wir machen die Grenzen dicht und schaffen eine Obergrenze von 200.000 Flüchtlingen und schon ist die Flüchtlingsfrage weg. Das muss man sich mal auf die Zunge zergehen lassen. Ein Grundrecht, nämlich das auf Asyl, soll quantitativ beschnitten werden. Sowas denken sich CSU-Juristen aus. Kein Scheiß. Also, ich weiß nicht, wo die ihre Ausbildung bzw. ihr Studium verbracht haben, wahrscheinlich auch eine Baumuni oder sowas. Grenzen dicht machen und Obergrenzen löst die Flüchtlingsfrage nicht. Die verbliebenen Flüchtlinge sind, die lösen sich nicht in Luft aus, sie sind weiterhin da. Nein, man verlagert die Flüchtlingsfrage wieder zurück in den Süden, ganz nach dem Motto, aus den Augen, aus dem Wählersinn. Und das ist garantiert keine Lösung für die Flüchtlingsfrage. Aber auch bei der Integration der Flüchtlinge eine Kopflosigkeit, wo man hinschaut. Flüchtlinge sollen sich integrieren, wenn es nach der CSU geht. Gleichzeitig haben wir aber dank der CSU eine Residenzpflicht in den ersten Monaten bei den Flüchtlingen auf Landkreise. Ich lebe in einem Land, in einer Grenzregion von einem Landkreis, auch zu einem Bezirk, also zwischen Schwaben und Oberbayern. Und das Nachbardorf von uns ist leider eine Sperrzone für die bei uns lebenden afghanischen Flüchtlinge, weil ein anderer Landkreis. Dummerweise findet genau in dieser Nachbargemeinde eine vorbildliche Integration von Flüchtlingen statt, wo tatsächlich die Flüchtlinge sich mit den Einwohnern sehr gut austauschen und unsere Flüchtlinge sind dadurch am Anfang erstmal abgeschnitten. Aber auch die vielerorts übliche Unterbringung in Randgebieten, in Containerdörfern bzw. Teilweise in Kasernen fördert nicht die Integration und wir sollten eigentlich aus der Vergangenheit gelernt haben, dass Ghettos und eine Ghettoisierung niemandem hilft. Aber genug geklagt, was können wir 2016 besser machen? Meiner Meinung nach ist nicht abgestimmt mit der Partei. Erstens, wir dürfen den Kampf um die Köpfe der Bevölkerung nicht verlieren. Wer in allem nur Probleme sieht, findet keine Lösungen. Wir sollten aufhören, Flüchtlinge als ein Problem zu sehen, als eine Gefahr und eine Belastung für unsere Gesellschaft, sondern sie so zu nehmen, was sie sind, eine Herausforderung, aber auch eine Bereicherung für unsere Gesellschaft. Zweitens, kein Zaun hält Menschen auf Dauer auf. Auch keine Obergrenzen. Statt die Gelder sinnlos in Frontex und noch höhere Zäune zu pumpen, sollten wir die Regionen, die die Primärziele der Flüchtlingsbewegungen sind, so fördern, dass sie tatsächlich eine Existenz und eine Perspektive für die flüchtenden Menschen bieten können. Das heißt, Perspektiven wie Schule, wie Ausbildung und wenn möglich Jobs. Drittens, Konfliktlösung. Es wird kein allgemeines Rezept geben, wie man Konflikte in Regionen löst. Aber eins können wir, denke ich, festhalten, Konfliktlösung sieht nicht aus, dass ich Drohnen, Kampfflugzeuge und Bomben schicke. Wir werden, und darauf läuft es hinaus, an UN-Friedenstruppen vor Ort nicht vorbeikommen. Aber wir sollten da nicht wieder in alte Muster verfallen und in die Denke, der Feind meines aktuellen Feindes ist mein Freund. Das wird nicht funktionieren und wir müssen unseren Partnern hier auch klar machen,
Wer mit uns beispielsweise Handel treiben will, der unterstützt keine Terrorgruppen und führt keinen Krieg gegen Minderheiten, sei es in seinem Land oder in benachbarten Staaten. Viertens, wir haben, so wie bei der Tabaksteuer, die einen Teil des volkswirtschaftlichen Schadens ausgleichen soll, brauchen wir eine Steuer auf Rüstungsexporte. Wer Milliarden an Waffen verdient, darf sich auch an den Folgekosten beteiligen. Fünftens, innerhalb von Europa müssen Flüchtlinge fair verteilt werden. Es kann nicht sein, dass sich Länder hiervon rausnehmen. Solidarität und Menschlichkeit sind die Fundamente dieser Europäischen Union. Es ist kein Staat gezwungen, in einer Europäischen Union zu verbleiben. Aber bitte, wenn dann nach den Regeln der Europäischen Union. Und wenn Sie das nicht wollen, dann müssen Sie halt eben gehen, inklusive der ganzen Subventionen, die gezahlt werden. Sechstens, und das ist mir ein besonders wichtiger Punkt, und da können wir alle dran helfen, ist die Integration der Flüchtlinge. Statt Flüchtlinge nur als Flüchtlinge zu sehen, die über kurz oder lang wieder das Land verlassen werden oder verlassen sollen, sollten wir sie als neue Nachbarn und Mitbürger betrachten. Nicht nur die Flüchtlinge brauchen anständigen Wohnungsraum, auch andere Menschen. Und deswegen brauchen wir hier beispielsweise einen sozialen Wohnungsbau, der tatsächlich auch den Namen verdient und nicht irgendwelche Alibi-Veranstaltungen in einigen größeren Kommunen. Aber auch hier bitte keine Ghettos. Ghettos schaden und helfen nicht. Und wo wir bei Ghettos sind, das trifft auch teilweise auch auf unsere Schulen zu. Es ist zwar sehr schön, dass wir neue Lehrer eingestellt haben und neue Lehrer einstellen, die die Flüchtlingskinder unterrichten, aber bitte nicht in reinen Flüchtlingsklassen. Kinder lernen schnell, wenn man sie zusammenlässt. Das ist keine hehre Theorie bei mir. Ich weiß das aus eigener Erfahrung. Als ich vor 36 Jahren, ja, es sind 36, ich habe heute nochmal nachgezählt, eingeschult worden bin, war das eine ganz übliche erste Klasse. Ich konnte zwei Sätze. Mein Name ist David und ich muss auf die Toilette. Mehr war da nicht drin. Ja, nun, das Ergebnis steht jetzt vor euch. Am Anfang war mir auch vieles fremd. Junge, euer Alphabet, da fehlen doch einiges an Buchstaben. Ich bin hier ein paar Kilometer von hier entfernt aufgewachsen in Nürnberg. Ihr betont schon die Buchstaben sehr sonderbar, so das Hatte und Weiche B. Und wenn ich mal so fragen darf, im Rückblick, was ist eigentlich dieser Kloß? Naja, eine Weile später hatte ich, sagen so die Menschen, einen fränkischen Dialekt. Schäufele mit Kloß war meine Leibspeise, sieht man. Und ja, einen Abschluss hatte ich auch. Will sagen, Integration funktioniert, wenn man zusammenführt und nicht trennt. Und das ist das, was ich uns als Partei, uns als Gesellschaft für 2016 wünsche, zusammenführen statt trennen. Vielen Dank und Happy Birthday.